So, zur nächsten Challenge-Frage, die du deinen Lesern gestellt hast. Keras schwankt zwischen seinen Pflichten und Wünschen, also keine einfache Entscheidung. Was macht dich glücklich? Ich glaube, Glück würde ich in dem Punkt genauso definieren wie Keras. Also er zieht ja diesen Vergleich in dem Moment, wo er einen ungestörten und sehr entspannten Moment mit Amela hat. Und das sind, glaube ich, auch die Zeiten, die ich mit Glück verbinden würde. Also die Momente, in denen man die Situation genießen kann, Personen in seiner Nähe hat, die einem lieb sind. Glück ist das, was man mit anderen teilen kann.